Das ist eine Wortart in der Grammatik, die verwendet wird, um Eigenschaften, Merkmale oder auch Zustände von Hauptwörtern, von Substantiven zu beschreiben oder zu modifizieren. Es kann verwendet werden, um das Aussehen, den Geschmack, die Größe, die Farbe, den Zustand und viele andere Merkmale von Dingen, Tieren, Menschen oder Ideen zu beschreiben. Adjektive können vor oder nach dem Substantiv stehen, das sie beschreiben, je nach Sprache und Kontext. Zum Beispiel der schnelle Läufer oder die schöne Blume. Im Deutschen wird das Adjektiv normalerweise vor dem Hauptwort platziert, während es im Französischen oft dahinter steht. Adjektive können auch gesteigert werden, um Unterschiede zwischen den Merkmalen zu zeigen. Die drei Steigerungsformen im Deutschen sind Positiv, Komparativ und Superlativ, zum Beispiel schnell, schneller, am schnellsten. Farben kann man übrigens nicht steigern. Blau ist nicht blauer, sondern dunkelblau oder ein kräftiges Blau. Die Kenntnis und richtige und häufige Verwendung vieler Adjektive lassen eine Person übrigens intelligenter wirken und helfen in vielen Situationen, beispielsweise im Berufsumfeld oder aber in Psychotherapiesitzungen, denn Gefühle sind stark mit Adjektiven verknüpft. Aber auch genaue, dezidierte Beschreibungen einer Sache oder eines Umstandes. Adjektive sind eine wichtige Wortart in der Sprache und helfen dabei, Informationen und Bedeutungen präzise auszudrücken und zu vermitteln. Es ist das Adjektiv. Adjektiv. Das Adjektiv.